I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Ja, haha, da sind wir wieder da bei einem neuen Let's Play, einem neuen Horrorprojekt natürlich. War ja schon jetzt lange versprochen, Cry of Fear habe ich mir hier ausgesucht. Amnesia haben wir jetzt erfolgreich ja durch, zum Glück. Und hat echt vielen gefallen. So habe ich da mal einen Tag nicht zugeladen, kam gleich Nachricht. Na, wo bleibt Amnesia? Und dann nehme ich halt mal an, okay, Facecam, Horrorspiel, kommen gut an, die Leute mögen es, ja. Und die Leute mögen dich, ja. Und dann denkst du halt, machst halt noch ein neues Horrorspiel. Ich wollte es eigentlich gleich, nachdem Amnesia zu Ende war, Cry of Fear uppen. Doch hat es bei der Aufnahme ein paar Probleme gegeben und sorry, und ich habe es auch ein paar Mal verpennt aufzunehmen. Aber jetzt hier Freitag und jetzt wird das hochgeladen. Natürlich ist es aufgenommen. So, Cry of Fear nennt sich das Ganze. Es ist kein Spiel, also wenn euch das Spiel jetzt gefällt und ihr denkt, ja cool, komm, auf geht's in den GameStop und das holen wir uns, geht nicht. Das ist ein Mod für Half-Life 1, also kauft euch dazu Half-Life 1 und dann könnt ihr euch Cry of Fear kostenlos herunterladen. Link ist in der Beschreibung, falls ihr Half-Life schon habt. Dann ladet euch diesen Mod herunter und dann könnt ihr das kostenlos spielen. Cry of Fear. Was ich natürlich jetzt schon wieder rate, ist Fullscreen und HD. So könnt ihr mich besser sehen, den Untertitel besser lesen und ihr erschreckt euch auch ein bisschen. Das ist ja dann wohl verdient, ne? So. Ah, okay. Das ist natürlich vollkommen hunderttausendprozentig blind. Weil das wäre sonst, Pups, Popo, langweilig, wenn wir das hier nicht blind spielen würden. Ja, ich weiß, Grafik ist jetzt nicht so berauschend, ich weiß, weil sie Half-Life 1 kennt. Aber muss doch nicht mal, ist doch nicht immer alles die Grafik. Ach so, na wenn's nur das ist. Was ich mal machen muss, ist die Lautstärke lauter. Ich habe bei Horrorspielen immer schon vorsichtshalber leise. Na, hallo? Ist auch so ein Psychospiel, wie es aussieht, ne? Wach auf. Was? Take the cam? Nimm die Kamera? Gut, jetzt sind wir hier. In einer 2 Quadratmeter Wohnung. Bewaffnet mit einer Kamera und müssen Fotos schießen. Supi. Na, wenn es weiter nichts ist. So, was haben wir hier? So Cola. Sehr schön. So, okay. Hier, Half-Life. Okay. Muss ich das fotografieren?
Ach so, dann sehen wir, was dahinter ist. Yeah, verstehe ich. Ich hasse dich. Oh oh. Und wenn man jemanden hasst, dann fügt man den meist irgendwas Schreckliches zu. Ich hoffe, dass das jetzt nicht hier zutrifft. Ohohoho. War da gerade eine Leiche gelegen? Oh Gott, ey. Oh Gott, ach Gott. Ja. Ja. Hup. Hallo? Ah, hier müssen wir Crouch-Jumpen. Crouch-Jumpen ist übrigens springen aus der Hocke. Dann springen wir nämlich auch hockig, wenn man so will. Das ist so bei Half-Life, das ist, finde ich, aber total scheiße gemacht. Also wenn wir so springen, kommen wir auch so durch. Na, dann kommen wir auch so durch, genau. Finde ich echt doof, Crouch-Jumping. Das hätten sie ja ruhig fixen können. Aber ich habe Angst, dass da mal irgendwo... dass da irgendwas dahinter ist, was Schlimmes. Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr aushalten, ey, Mann. Oh. Oh. Noch ein X, oh Gott. Und noch eins. Das ist viel zu... Oh, das ist viel zu weit weg. Ah, scheiße, jetzt habe ich was ausgeschüttet. Oh, fuck. Ah. Ja, super, leckt mich doch am Arsch, ey. Nah. Ich tue hier gerade mal ein bisschen Lappen so hin. Kein Guthaben, wie immer. Ich mache mich besser auf den Weg. Es wird bereits dunkel. Oh nein. Ja, komm. Ach, Leute. Ich habe es doch irgendwie geahnt, ey. Und trotzdem bin ich erschrocken. Wir sind im Spiel. Moment mal, ich... So. Kapitel 1. Verloren in der Stadt. Und wir haben ein Taschenmesser. Ja, fast besser als eine Kamera. Und damit müssen wir wohl hier alles aufschlitzen und wegschlitzen, was uns in den Weg kommt. Ist ja selbstverständlich. So, was machen wir mit Rechtsklick? Ach cool, nehmen wir so eine andere Position. Und ich glaube, so stechen ist stärker als schlitzen. Nehme ich jetzt mal an. Drücke Tab, um in dein Inventar zu gelangen. Wunderbar, was haben wir hier? Mobile Phone. Simon's Mobile Phone. Phone screen can be accessed by selecting the use option. Wo bist du? Komm so früh wie möglich nach Hause. Es wird bereits dunkel. Es ist bereits dunkel. Gut, dann nochmal wieder usen hier. Switchblade nennt sich das. Ah, ich habe ja... Angst. Dahin, ja eben, was war das? Da war doch gerade was. Halte Shift gedrückt, um zu sprinten. Da, ich sprint lieber weg hier. Ich kann es nicht öffnen. Komisch, da ist kein Schloss. Stamina erholt sich. Ja, das ist das Stamina, das hier beim Sprinten verbraucht wird. Ist ja logisch. Leute. Ach so, finde die Kombination für das Schloss. Ja, supi. Oh Mann. Drücke B, um dein momentanes Ziel anzusehen. Ja, gut. Oh lolo, oh Gott, ey. Also die Atmosphäre hier schon allein, ne? Kann ich hier ein bisschen Licht hier? Ja? Kann ich nicht hier irgendwas kombinieren? Messer mit Handy? Nee, dann können wir noch droppen. Ah ne, halt! Dann können wir noch Dual Weed, was ist das? Hup. Ja. Rechts schön die Nachrichten lesen und mit der linken Hand schön die Monster zerschlitzen, oder was?
Ah! Das ist eine Lampe, ja Mensch. Cool. Ja, haben wir das schon herausgefunden, ne? Alter. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht, ey. Mensch, was habe ich mir hier auch ausgesucht? Oho, Moment mal, ich muss hier gerade ein bisschen Platz schaffen, sonst habe ich mit meiner Maus keinen Radius. Dein Handy kann das Lichtquelle. Ja, danke schön. Jetzt ist zu spät. Jetzt weiß ich schon selbst. Drücke Maus 1. Ja, pipapo. Das mal aus hier, das brauchen wir nicht. Ich glaube nämlich irgendwie, dass das Akku hat. Obwohl, eigentlich, da, okay, oben rechts ist zwar so ein Akkubalken, aber ich glaube, der leert sich nicht. Der Logik halber, weil nur weil du jetzt hier 2 Minuten das Licht an hast, geht doch kein Akku leer. Zu schnell. Lost Plats. Was? Last Plats? Last Plats, heißt es so in Englisch? Was haben wir hier so? Gar nichts. Lastplatz wieder. Lastplatz. Noch nie gehört. Ein Zettel. Unforgettable. Unvergesslich. Archiviert, na schön. Unvergesslich, danke schön für dieses. Für diesen super Zettel. Können wir dann auf. Noch ein Zettel. Confused User. Ja, okay. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, das wäre gar keine Rätsel. Was soll denn das hier? Der Confused User und Unforgettable. Ist die Tür offen? Ist sie? Hallo? Habe ich da was gehört? Ach, ist eine Uhr, glaube ich, wo hier tickt. Das ist übrigens mein Let's Play-Platz. Hier nehme ich immer gerade auf. Username, Passwort. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Confused User. Und, oh Gott, wie schreibt man das jetzt? Unforget. Able. Unforgettable. Unforgettable. Ich habe mich verschrieben. Ich habe es gewusst. Erst nicht mehr. So, dann gucken wir doch mal nach. Können wir das noch. Do Notes. Hit Note 1. Ach, mit E, nicht mit A. Confused User. Unforget. Ey, so habe ich es auch geschrieben. Ah. Jill6376 David. Ach so, der Code. Was war das jetzt? Ich habe Scheiße auf mich. Ist das. Ah, 6376. Ah, alles klaro. Archiviert und gespult. Da war jemand am Fenster übrigens gerade. Und die Tür ist auch offen. Eieiei. Und schon fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Lass mich weg hier, ey, lass mich raus. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hau weg jetzt hier, ey. Oh, wieso habe ich so ein Gefühl, dass hier gleich was kommt? Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Oh, ach so, ich bin. Ausgewichen. Puh, bin ich erschrocken. So, hab, hä? So, Code war 6376. Ich guck lieber trotzdem mal nach. 637. Ah, ich bin nicht gut, ey. Ich kann mir sowas merken. So. Das war einmal 6, 3, 7 und 6. Bams.